Guten Tag, liebe Gartenfreunde. Heute ist Sonntag, der 13. Oktober 2024. Es ist 9:15 Uhr, 9 Grad Außentemperatur, ein leichter bis mäßiger Wind aus West mit relativ rasch aus Westen nach Osten ziehenden Wolken, die Regenschauer im Gepäck haben. Im Moment ist eine kleine Pause, aber mein Blick mit der Kamera geht nach Westen und von Westen kommt die nächste graue Wolkenwand. Ich bin mal gespannt, ob wir das Video fertig bekommen, bevor der Regen kommt, der nächste Regenschauer. Ansonsten müssten wir vorzeitig beenden, das muss man dann sehen. Vielleicht deswegen dann heute etwas rascher. Ich zeige Ihnen diesen herrlich, wunderschön herbstlich eingefärbten Baum. Das ist die nordamerikanische Roteiche. Ja, so langsam geht das richtig los mit der bunten Verfärbung. Ja, und bei dieser Roteiche sind die Blätter in der Verfärbung nicht rot, sondern eher so ein helles Braun, ein Mittelbraun. Ja, und dazwischen gibt es dann nichts. Wenn die Morgensonne hineinleuchtet, das tut sie im Moment nicht, aber es gibt diese Augenblicke dann durch die rötlich erscheinenden Strahlen der tiefstehenden Sonne wirken die braun gefärbten Blätter dieser Eiche rötlich braun. Aber das liegt nur daran an diesem Lichtschein der Sonne. Ansonsten aber ein ziemlich prächtiger Anblick. Ja, und heute wird es also Schauerwetter bleiben. Man sieht es schon, wie gesagt, der Wind relativ stramm und Wolken, die immer wieder auftauchen. Ich bin gespannt, ob wir Regen jetzt gleich abbekommen werden während des Drehs. Das müssen wir dann sehen. Ja, liebe Zuschauer, Sie sehen es schon. Die Pflanzen ziehen sich zurück, auch der Staudenhibiskus. Ja, da sind die letzten Blüten jetzt dann doch vergangen. Die Blätter werden gelb, werden abgeworfen. Von unten her ist dieser Prozess, von der Basis her ist dieser Prozess schon ziemlich weit vorangeschritten. Eine letzte Blüte sehe ich gerade oder zwei letzte Blüten hier oben links an dieser Spitze, an dieser Triebspitze. Ja, die sind auch schon ziemlich lädiert, auch durch die Kälte der Nacht. Ja, die vergangene Nacht war nicht ganz so kalt wie die vorvergangene Nacht, also die Nacht von Freitag auf den Samstag, da hatten wir 3 Grad. Also schon sehr, sehr herbstlich kalt. Und das ist für den Staudenhibiskus das Signal, das Kältesignal. Das bedeutet für ihn jetzt zurückziehen, in den Herbst einleiten, den Winter vorbereiten, die Blätter abwerfen. Ja. Kalte Wintertemperaturen machen dem Staudenhibiskus nichts aus. Er verträgt Temperaturen bis zu minus 32 Grad im Winter. Das ist überhaupt kein Problem und trotzdem kann er, sobald es wieder warm wird und der Boden eine Mindesttemperatur von 12 Grad erreicht hat, dann kann er im nächsten Frühjahr problemlos wieder zum Leben erwachen und austreiben. Sedum telephium, die fette Henne. Naja, die biegt sich jetzt ein bisschen zur Seite, auch durch den Regen, den wir hatten. Wir hatten in der vergangenen Nacht sehr ergiebigen, lang anhaltenden Regen. Kräftiger Regen war es. Ja, alles völlig in Ordnung für Oktober. Der Oktober wird kühl, der wird nass, windig. Ganz normaler mitteleuropäischer Herbst, so wie man ihn kennt, seit Generationen. Ja, die weiße Aster blüht immer noch. Sieht noch ganz gut aus, aber auch hier beginnt schon so ein bisschen die Herbstfärbung. Erste Blätter beginnen von den Rändern her sich einzufärben nach Gelb. Andere Blätter sind schon schwarz geworden, werden also demnächst auch abgeworfen. Die Staudenwicke, ja, die wird wohl so stehen bleiben. Viel höher wird sie in diesem Jahr nicht mehr kommen. Ist ja auch kein Wunder, der Herbst ist schon so weit fortgeschritten. Ja, liebe Zuschauer, und wo ich gerade hier in dieser Ecke bin, nutze ich die Gelegenheit, Ihnen nochmal dieses herrliche Rot vorzuführen, dieser wunderbaren Rispenhortensie, die Sorte Sunday Fraise, eine der schönsten Sorten, weil sie so üppig blüht, weil sie so
große, dicht stehende, dicht besetzte Blütenkegel, Blütenrispen hat. Ja, das sieht ganz fantastisch aus. Dieses Rosa ist wirklich atemberaubend schön, hält ja auch schon so lange an, schon über viele Wochen steht diese Rispenhortensie in dieser herrlichen Farbe. Ja, und von der Mitte her beginnen die ersten Blätter sich umzufärben. Ja, das ist ein hübsches Orange-Gelb. Ja, aber vor allen Dingen diese herrlichen Blüten, dieser üppig bestandene Blütenbewuchs, das wollte ich Ihnen dann doch noch mal ganz aus der Nähe vorgeführt haben, liebe Zuschauer. Ja, freuen wir uns darüber, solange es noch geht. Spätestens wenn der erste tatsächliche Nachtfrost kommt, dann ist dieser ganze Zauber vorbei. Und das kann im Oktober ziemlich plötzlich dann auch der Fall sein. Dann gehe ich mit Ihnen, liebe Zuschauer, einfach hier so vorbei und zeige Ihnen die Herbstfarben. Der Strauch, die Strauchpfingstrose zu ihren Füßen, davor eine Kalla, die auch schon beginnt, sich umzufärben. Ja, der Bronzefenchel wird immer brauner, die Blätter verschwinden, hängen schlaff herab, werden dann demnächst auch abgeworfen. Von oben beginnen jetzt auch langsam die Stiele braun zu werden. Der untere Bereich ist noch, hat noch diese schöne, hübsche, bläulich-grüne Färbung. Aber von den Spitzen, von den Blütendolden her zum Zentrum hin verlaufend, schreitet jetzt die Braunfärbung der Triebe voran. Ich gehe mit Ihnen weiter. Nochmal eine Strauchpfingstrose, hält sich langsam auf, hat noch grüne Farbe. Aber die erste Herbstfärbung beginnt. Dann unbedingt dieses leuchtende Rot, dieses Kupferrot. Das muss ich Ihnen unbedingt zeigen. Das ist die Sorte Starry Starry Night des Staudenhibiskus. Ja, eine Augenweide auch jetzt in der Verfärbung. Ja, und dann dahinter tatsächlich noch eine allerletzte Blüte der Sorte Candy Crush. Im schönen Rosa, auch schon ein bisschen lädiert durch den Regen, etwas in Mitleidenschaft gezogen. Das ist wirklich die allerletzte Blüte jetzt des Staudenhibiskus. Ja, und so langsam beginnen die ersten Tropfen zu fallen, liebe Zuschauer. Mal schauen, wie viele es werden. Dahinter sehe ich schon wieder Auflockerungen. Aber ein paar Tropfen werden wir jetzt abbekommen. Canna Indica blüht immer noch. Trotz der kühlen Nächte. Ja, immer noch ein Blütenmeer, immer noch wunderbare Farben. Ja, liebe Zuschauer, es tut mir leid, aber ich glaube, das Video wird heute recht kurz. Ich gehe mit Ihnen einfach so hier entlang am langgestreckten Mittelbeet und zeige Ihnen einfach im Schnelldurchlauf ein bisschen den Garten in seiner herbstlichen Stimmung. Ein paar gelbe Farben hier unten zum Beispiel bei dieser Spirea Bumalda, diese weißblühende Sorte, schon sehr hübsch gelb. Hier weiter noch letzte Blüten von Anthony Waterer, auch Spirea Bumalda. Ja, der nächste Regenguss kommt schon wieder. Wir gehen einfach hier so entlang, liebe Zuschauer. Spirea Bumalda, ziemlich groß gewachsen, trotz kräftigen Rückschnitts in diesem Frühjahr. Schön gewachsen. Auch wieder eine weißblühende Sorte mit wunderschönen, jetzt sich gelb aufhellenden Blättern. Dahinter die Staudenhibisken in Ocker oder ein bisschen orange-gelb. Ja, dann hier nochmal eine weitere Rispenhortensie Sunday Fraise im schönsten Rosa. Ja, der Strauchhibiskus beginnt auch richtig jetzt mit der Herbstfärbung. Die Blätter werden gelb und dann relativ rasch auch abgeworfen. Wir schwenken herum. Weitere Staudenhibisken, die schon ziemlich stark entlaubt sind. Hier rechts zum Beispiel Cranberry Crush. Links daneben Summerstorm, schönes Kupferrot. Ganz wunderbar.
dann müssen wir unbedingt noch mal diese wunderschön gefärbte Strauchpfingstrose uns anschauen. Ganz prächtig, diese leuchtenden herbstlichen Farben. Ja, dahinter Helenium, die Sonnenbraut, zieht sich jetzt wirklich komplett zurück. Sind schon ganz braun geworden, die Triebe. Hier My Valentine, der Staudenhibiskus, letzte rote Blüten, die stark lädiert sind. Das muss man wirklich sagen. Ja, die werden sich nicht mehr richtig aufrichten. Aber das ist völlig in Ordnung. Sie hat wunderbar geblüht, sie hat lang anhaltend geblüht, immer wieder neue Blüten herausgeschoben. Eine sehr dankbare Sorte des Staudenhibiskus. Ich bin hochzufrieden. Eine Staudenpfingstrose. Ja, da geht es jetzt richtig zu Ende. Die Blätter sind nicht mehr nur einfach hübsch herbstlich eingefärbt, rot und gelb, sondern werden jetzt braun. Das bedeutet, sie werden bald abgeworfen. Dahinter nochmal der kleine Prinz, Little Prince, die Sorte des Staudenhibiskus mit den zwei allerletzten Blüten. Danach kommt nichts mehr. Erstaunlich grün ist er noch, aber auch hier beginnt jetzt die Herbstfärbung. Ja, mein Beet mit dem Salbei, auch hier sehe ich jetzt den Herbst, der Einzug hält, genauso auch bei der Spornblume, bei dem roten Sedum Telephium, also die rote fette Henne ist schon weitgehend entlaubt. Die Fasanenspire hält sich jetzt auf, da fangen einige Blätter sogar ein bisschen an, hellrot aufzuleuchten, ganz hübsch. Ja, der Blutweiderich beginnt sich richtig schön herbstlich einzufärben. Ja, der wird da demnächst dann von hier verpflanzt. Und dann kann dieser Strauch, der hier wächst, die Exochorda racemosa, die Prunkspire, ungehindert wachsen und wird nicht mehr beschnitten. Ja, liebe Zuschauer, einfach nur den Rundgang, die herbstliche Stimmung. Der nächste Regenguss wird gleich ganz bestimmt folgen. Es wird nur wenige Minuten dauern. Hier nochmal diese schöne gelbblühende Pfingstrose, die Strauchpfingstrose, jetzt in ihrer schönen Blattfärbung. Dahinter, das müssen wir dann doch noch festhalten, diese bemerkenswert schöne neue Sorte der Rispenhortensie, Little Lime Punch, straff aufrecht wachsen, dicht bestanden, intensive Rotfärbung, ein schönes leuchtendes helles Rot in der Umfärbung. Ja, der chinesische Blumenhartriegel fängt jetzt ganz langsam an, sich herbstlich einzufärben. Die ehemals grünen Blätter werden jetzt dann doch leicht rötlich. Ja, sehr schön. Dann hier noch ein letzter Schwenk, liebe Zuschauer. Die Blasenspire immer noch ganz belaubt, aber auch hier sehe ich jetzt erste Tendenzen zur herbstlichen Einfärbung. Ja, das Beet an der Ostseite unseres Nachbarhauses, liebe Zuschauer, das fange ich heute nur so im Gesamten ein. Auch hier überall schreitet der Herbst voran, was vielleicht noch sehr schön ist, wenn Sie so in der Bildmitte jetzt mal schauen. Das ist eine der Duftazaleen, die sich jetzt wunderschön herbstlich einfärben. Diese etwas kompakt gewachsene Sorte. Und dann links daneben, versuche ich auch wieder in die Bildmitte zu nehmen, vor der grünen Wand des Geißbads, einzelne rote Blätter, auch eine sehr hübsche Einfärbung, eine weitere Duftazalee. Beide sind sie rot blühend. Dann wollte ich Ihnen unbedingt noch, liebe Zuschauer, zeigen den Zwerggeißbart, den asiatischen, das ist die Sorte Johannisfest. Da beginnt jetzt schon die Entlaubung, nicht nur die Einfärbung, das ist dann rasch durchlaufen gewesen, dieser Zustand.
und jetzt entlaubt er sich. Die Hosta beginnt sich einzufärben. Ja, was ich noch sehr hübsch finde, liebe Zuschauer, das wollte ich Ihnen dann doch zeigen. Das ist diese schöne Dreiblattspire in ihrer herrlichen Herbstfärbung. Ein rötliches Kupfer, Orange, Gelb. Ganz hübsch, wie ich finde. Am langgestreckten Mittelbeet, liebe Zuschauer, gehe ich mit Ihnen nur so vorbei. Sie können sich den Gesamteindruck verschaffen. Gaura Lindheimerie vom Regen wieder einmal gebeutelt, niedergedrückt, etwas überhängend. Letzte Blüten. Ein weiterer Staudenhibiskus mit letzten Blüten, Vintage Wine, aber auch mit einer sehr schönen herbstlichen Einfärbung der Blätter. Nebenan Dark Mystery, schon fast vollständig entlaubt. Genauso auch Jazzberry Jam. Die Blüte ist zu Ende. Die Blätter sind weitgehend abgeworfen. Sie sehen das Gestänge. Ich habe tatsächlich mal nachgezählt. Ich bin auf über 30 Triebe gekommen, die diese Staude in diesem Jahr ausgebildet und nach oben gesendet hat. Und sie hat ja auch wunderbar geblüht. Genauso auch Small Wonders, auch schon weitgehend entlaubt. Ja, hier nochmal die Color. San Tedeschia Eliotiana, schon richtig gelb eingefärbt. Erste Pflanzen haben ihre Blätter schon umgebogen, die Stiele halten nicht mehr. Das sind alles völlig normale Entwicklungen im Oktober. Ja, dann hat diese kleine Starry Starry Night es tatsächlich doch noch gewagt und geschafft, diese eine Blüte ein bisschen auszubilden, so klein und jung wie diese Pflanze ja ist. Und eine Blüte und Blütenknospen sind auch noch vorhanden. Ich denke aber, das wird sie nicht mehr ganz schaffen. Ich gehe mit Ihnen weiter, liebe Zuschauer. Wir kommen zur großen eichenblättrigen Hortensie, die jetzt richtig schön herbstlich eingefärbt ist. Dieser ganze Zierwert dieser Pflanze im Herbst kommt da voll zum Tragen. Hier kann man es wunderbar sehen. Der chinesische herrliche Losstrauch blüht immer noch ganz tapfer, trotz nächtlich wirklich kalter Temperaturen, die wir ja hatten. Er blüht nach wie vor. Genauso auch diese kleineren Exemplare. Ja, dann geht es weiter vorbei an einer Strauchpfingstrose, die schon sehr stark entlaubt ist. Die Staudenfuchsie blüht immer noch, will gar nicht aufhören in diesem Jahr. Sehr bemerkenswert, sehr erstaunlich. Hosta schon richtig in Herbstfärbung. Bald werden die Blätter abgeworfen. Ja. Ein Gesamteindruck, liebe Zuschauer, den ich Ihnen hier vermitteln möchte. Rhododendron praecox färbt sich doch an vielen Blättern gelb, die werden dann auch abgeworfen. Einige Blätter bleiben hängen, die gelben Blätter werden schließlich dann abgeworfen. Ja, letzte herbstliche Farbeindrücke, liebe Zuschauer, hier nochmal eine Hosta. Dahinter der Staudenhibiskus Copperking. Die letzten Blüten sind vorbei. Die Blätter färben sich um. Bronze, ein bisschen Kupfer, bisschen grünlich. Leichte Ockertöne auch dabei. Ja, und hier typische Oktoberblume. Der chinesische Eisenhut. Da steht der. Und das Kuriose ist, während er hier oben blüht, färbt er unten die Blätter herbstlich ein. So ist das bei diesem Eisenhut. Ja, die Lavendelheide sieht ganz prächtig aus, hat die Blüten schon für das nächste Jahr angesetzt. Sehr schön. Dann zeige ich Ihnen diesen Garten so insgesamt. Die Rispenhortensien, diese schönen, die drei Schönheiten, Phantom und Little Lime, nicht Little Lime, sondern Limelight. Ja, da schreitet jetzt die Herbstfärbung der Blätter auch ganz rasant voran.
Und noch sind die Blüten wunderschön rosarot. Die Bauernhortensie immer noch wunderschön rot. Ja, solange wir keinen Frost haben, bleibt sie noch so, aber eine Frostnacht genügt und dann sind diese ganzen hübschen roten Blütenbälle braun. Es geht weiter, liebe Zuschauer, vorbei an den Zwerggeißbärten, die sich jetzt herbstlich einfärben, schon sehr weit fortgeschritten sind. Einige haben schon Teile ihrer Blattwedel abgeworfen. Überall liegt das Herbstlaub herum. Auch die September-Silberkerze, nachdem sie verblüht ist, färbt sich herbstlich ein. So ein Aufhellen ist das. Es geht in Richtung bräunlich, grünlich. Ja. Dann hier nochmal Johannisfest, der größte unter den Zwerggeißbärten bei mir in meinem Garten. Schöne gelbe Färbung jetzt. Ein aufhellendes Grün und dann schließlich ein Gelb und Blassgelb. Recht hübsch. Ja, dann wollte ich Ihnen noch eine kleine Besonderheit zeigen. Ich sehe nur gerade, dass das jetzt gar nicht geht, weil es darauf geregnet hat. Das müssen wir dann später mal nachholen, liebe Zuschauer. Ich gehe also vorbei an den rotlaubigen gezahnten Kreuzkrautstauden. Ja, am Phlox, der längst verblüht ist. Was noch nicht verblüht ist, liebe Zuschauer, das ist Liriope muscari, die Traubenlilie. Immer noch schöne blaue Blüten. Sieht immer noch gut aus. Ja, ansonsten, liebe Zuschauer, Sie sehen es überall, der Herbst zieht ein. Auch dieser Bronzefenchel zieht sich langsam zurück. Hier vorne noch ein Geißbart Johannisfest. Und dann muss ich Ihnen unbedingt, liebe Zuschauer, noch diese schöne Tellerhortensie zeigen. Diese Zwergtellerhortensie, das ist die Hydrangea serrata coreana. Jetzt richtig schön rot aufleuchtend. Die Blütenschaublätter und das Laub leuchten um die Wette. Ein prächtiger Anblick, wie ich finde. Hier nochmal dieses gesamte, etwas wilde, urwüchsige Beet, das ich das Waldbeet nenne, mit Geißbärten und mit allen Pflanzen, die den Schatten und Halbschatten vertragen. Schließlich das weiße Beet, die Rispenhortensie Little Lime, leuchtet immer noch schön rötlich, rosarot, wenn man so will. Ja, der japanische Fächerahorn mit den bunten Blättern beginnt jetzt ganz allmählich sich umzufärben in Richtung Herbst. Lange hält er seine Blätter, kommt ja im Frühjahr sehr früh immer schon, im April fängt er schon an, die Knospen anzutreiben. Und jetzt haben wir Oktober, Mitte Oktober und jetzt erst beginnt er ganz zaghaft an einigen Stellen, beginnt er sich herbstlich etwas einzufärben. Daruma, diese schöne große Rispenhortensie, die schon so lange hier bei mir im Garten steht, jetzt richtig in der Verfärbung, in der herbstlichen Laubverfärbung. Viele Blätter, die sich schon ocker nach ocker eingefärbt haben. Ja, die nächste Rispenhortensie, Magical Mont Blanc. Wunderschön, immer noch so dieses herrliche Rosa, dieses leuchtende Rosa, ganz wunderbar. Dahinter die langen Triebe eines weiteren Exemplars Little Lime und die Blütenrispen immer noch im schönsten Rosa, genauso auch in Purpurrot. Das ist die Sorte Candlelight. Ja, und dann enden wir mit dem Staudenhibiskus, dem großen Staudenhibiskus, Old Yeller. Ja, da sind die letzten Blüten jetzt definitiv vorbei.
Zwei Blüten wollen es vielleicht noch mal versuchen. Ich bin nicht sicher, ob sie es schaffen werden. Ja, es ist sehr kühl geworden. Liebe Zuschauer, auch meine Finger werden jetzt klamm. Heute beende ich mein Video mit dem schönen Bild der Magical Mont Blanc Rispenhortensie. Und für heute sage ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche bis zum nächsten Mal alles Gute.